Moin Leute, hier ist euer Golfmeier und heute möchte ich euch den Big Macs IQ Plus vorstellen. Der Big Macs IQ Plus ist der gängigste Trolley, den Big Macs verkauft und der lässt sich mit drei einfachen Handgriffen zu einem wirklich kompakten Trolley zusammenfalten. Also, wir starten wie immer zuerst mit dem Auf- und Abbau. Also, los geht's! So, jetzt sind wir beim Auf- und Abbau vom Big Macs IQ Plus. Als allererstes können wir hier seitlich diesen roten Hebel fürs Handheld einmal lösen und damit dann gleich, wenn wir weiter im Aufbau sind, das Handheld natürlich ordentlich verstellen. Im nächsten Step haben wir hier zwischen der unteren Backauflage und dem Handheld einen kleinen roten Kippschalter. Diesen betätigen wir, um dann quasi den Trolley mit Hilfe auch von dem Handheld auseinanderzuziehen. Ups. Bis dieser quasi hier oben einrastet. Hier ist dieser Kippschalter nun besser zu sehen. Im nächsten Step schauen wir uns das Vorderrad an. Dafür haben wir hier einen kleinen Knopf, diesen betätigen wir und nun können wir das Vorderrad auch einrasten lassen. Im letzten Step können wir nun das Handheld auf unsere gewünschte Höhe einstellen und wieder einrasten lassen. Damit wäre der IQ Plus nun vollständig aufgebaut. Der Abbau ist genauso simpel. Wir machen jetzt einfach dasselbe, was wir gerade gemacht haben, nur wieder rückwärts. Wir lösen das Handheld und können dieses quasi wieder fallen lassen. Wir drücken den roten Kippschalter. Wenn ihr einen Trolley in grün oder blau kauft, ist dieser natürlich grün oder blau. Und nun können wir den Trolley einfach wieder ganz normal zusammendrücken. Dies machen wir natürlich, bis der Trolley eingerastet ist. Jetzt können wir das Handheld wieder lösen und im letzten Step durch vorderes Drücken des Knopfes das Vorderrad einmal zusammenklappen. Das wäre dann der Auf- und Abbau vom Big Macs IQ Plus. Als nächstes schauen wir uns die Ausstattung und die Maße des Trolleys an. Also, los geht's! So, wir kommen jetzt zur Ausstattung und den Maßen vom Big Macs IQ Plus. Wir fangen wie immer mit der Ausstattung des Trolleys an und arbeiten uns hierbei von hier unten nach hier oben. Unten haben wir variable Backhalterungen mit einem Gummizugband, damit wir die Trolleys hier auch fest einschneiden können. Weiter nach hier oben gewandert haben wir die obere variable Backhalterung, auch ausgestattet mit einem Gummizugband. Kommen wir als nächstes zu dem Panel vom Big Macs IQ Plus. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. So, bei dem Panel haben wir als allererstes, wie auch bei den ganzen Big Macs Trolleys, zwei Quick-Fix-Anschlüsse. Diese Halterungen hier können wir durch Klicken des roten Knopfes seitlich hinausholen und somit, wie ich gleich noch erwähnen werde, Zubehörteile hier hineinpacken. Seitlich gesehen haben wir hier und hier jeweils Quick-Lock-Anschlüsse. Auch für Zubehör gedacht. Hier, hier, hier und hier haben wir vier T-Halter und einen Bleistifthalter. Das große Panel, was wir hier haben, das ist ein äußerer Scorekartenhalter. Wenn wir diese Klappe nun öffnen, die mit Magneten verschlossen ist, sehen wir hier im Inneren noch den inneren Scorekartenhalter. Hier ist ein großes Netz für viel Platz für Zubehör. Wir können natürlich auch Regenschirmhalter hier drin fixieren oder unser Handy, Golfbälle, alles was wir brauchen, können wir direkt quasi in das Netz hineinlegen. Jetzt habt ihr euch gefragt, warum habe ich euch noch nichts von der Bremse erzählt? Beim IQ Plus befindet sich die Bremse nicht mehr, wie sonst üblich, direkt an den Reifen, sondern befindet sich hier oben. Das heißt, durch einen einfachen Klick haben wir in dem Fall die Bremse hier seitlich dann einmal ausgelöst, dass diese fest ist. Einfach ein Zurücklösen und der Trolley fährt wieder. Das wäre es jetzt mit den Ausstattungen, die der IQ Plus euch bietet. So, kommen wir jetzt zu den Maßen und dem Gewicht vom Trolley. Der Trolley wiegt in diesem Zustand oder auch im ausgepackten Zustand 7 Kilo. Er hat folgende Maße in diesem Zustand, wie wir ihn gerade haben. Die Länge des Trolleys, das heißt die Länge
es sind 50 cm. Die Breite wären 36 cm und die Höhe, das heißt vom Boden bis hier quasi oben bis zum Handheld, wären 63 cm. Das Handheld, so wie der Trolley gerade eben stand, lässt sich maximal auf 1,08 Meter einstellen. Das wären also die Ausstattungsmerkmale und die Maße des Big Max IQ Plus. Als nächstes kommen wir nun zum Zubehör und der Farbvarianten des Trolleys. Jetzt kommen wir zu dem Zubehör und Farbvarianten vom IQ Plus. Lasst uns, wie immer, mit dem Zubehör, das ihr zu dem Trolley dazu kaufen könnt, anfangen. Dafür starte ich wie immer mit dem Quick-Fix-Anschlüssen, die oben auf dem Trolley sind. Wir haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Regenschirme dort hineinzutun. Einen Light-Regenschirm und einen Pro-Regenschirm. Der Light-Regenschirm ist dazu da, dass wir einen Regenschirm hineinstecken und diesen mit dem Zugband festziehen. Im Pro-Regenschirm haben wir eine Feststellschraube und diesen können wir in verschiedenen Winkeln noch einstellen. Wir haben als nächste Möglichkeit ein GPS- bzw. Smartphone-Halter. Ich denke, jedem ist klar, wir können da entweder unser Smartphone festmachen oder unser GPS-Entfernungsmesser. Als nächstes schauen wir uns das Zubehör für die Quick-Lock-Anschlüsse an. Diese waren seitlich an dem Panel. Hierzu könnt ihr euch einen Ballhalter kaufen, in den drei Bälle passen. Ein Quick-Getränkehalter, in den maximal 0,5 Liter Flaschen passen. Ein Handtuchhalter, ein Handschuhhalter und zum Schluss ein Rangefinder-Bag, in dem wir unseren Laser unterbringen können. Um euer Auto vor Schmutz zu schützen oder um den Trolley bequem zu transportieren, wenn ihr zum Beispiel auf Reisen geht, gibt es die praktische IQ Plus Transporttasche. Als nächstes schauen wir uns die Farbvarianten vom Big Max IQ Plus an. Die sind wie folgt: Schwarz, Schwarzleim, Rot, Weißleim, Weißrosa und Weißrot, wie heute in dem Video gesehen. Der UVP vom Trolley liegt bei 2,79 €. Damit hätte ich euch jetzt alles vom IQ Plus Trolley erzählt. Aber ich möchte euch eben noch etwas über den IQ 360 erzählen. Denn dieser Trolley hat den gleichen Aufbau und sieht fast genauso aus wie der IQ Plus. Er hat nur als Vorderrad ein 360-Grad bewegliches Rad anstatt dem reinen starren Vorderrad. Ihr könnt zwar auch durch den roten Hebel, den ich jetzt da auch gerade umkreise, das Rad fest einstellen, aber ansonsten habt ihr ein wirklich 360 Grad bewegliches Rad. Das ist aber auch der einzige Unterschied zwischen den beiden Trolleys. Diesen Trolley kriegt ihr aber in folgenden Farben: Schwarz, Schwarzleim, Schwarzrot und komplett Weiß. Der UVP liegt bei 2,99 €, ist damit 20 € teurer als der IQ Plus, nur durch das 360 Grad Rad. Aber, wie gesagt, wie immer, ihr kriegt die Trolleys bestimmt schon auf einigen Fachhändlerseiten um einiges günstiger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich persönlich super freuen, wenn ihr euch die nächsten Videos auch anschaut. Ich wünsche euch ein schönes Spiel und einen schönen Tag. Euer Golfmeier.